Es war Liebe auf den ersten Brief, bei Arne Traupe und seiner Antje, beide 31, ist in der Bauer sucht Frau Hofwoche der Funke übergesprungen. Und nun deutet vieles darauf hin, dass sie bereits den nächsten Schritt gegangen sind, denn Antje wurde mit einem verdächtigen Ring gesichtet. Bauer sucht Frau Arne und Antje, denke schon, dass wir in einem Märchen sind. Manchmal ist es, als wären wir eine Person, sagt Antje über Milchbauer Arne. Beim großen Wiedersehen mit Inka Bause zeigten sie sich bis über beide Ohren verliebt. Auch die nächsten Schritte ist das Traumpaar von Staffel 18 bereits gegangen. Zusammengezogen sind sie auf Arnes Hof, und Antje fing als Mädchen für alles an. Bereits bei Bauer sucht Frau deutete sich an, dass die beiden schon an Hochzeit denken, denn die beiden übten bereits im Tanzstudio den Hochzeitswalzer. Falls wir mal heiraten, haben wir schon den Grundstein geschaffen, so die Podologin im Finale der beliebten Kuppelshow. Man kann ja nicht früh genug anfangen, für die Hochzeit zu üben, dann ist der Hochzeitstanz perfekt, heißt es weiter. Dann schwärmte Antje, ich denke schon, dass wir in einem Märchen sind. Ich will mich immer zwicken, aber es ist kein Traum, es ist die Wirklichkeit. Und sie ist schön. Arne Traupe, unsere erste Hochzeit. Und nun verdichten sich die Hinweise, dass Arne bereits die Frage aller Fragen gestellt haben könnte, denn auf Instagram zeigten sich die beiden verliebt auf einer Hochzeit. Nicht der eigenen, sondern bei Freunden. Unsere erste Hochzeit, die wir zusammen besucht haben, Smiley mit Herzen als Augen, so Arnes Kommentar. Verdächtiges Detail, funkelt da ein Verlobungsring an Antjes Finger? Bauer sucht Frau Christine, die in der aktuellen Staffel von Michael N. nach Hause geschickt wurde, kommentiert sofort mit einem Wink mit dem Zaunpfahl. Punkt und? Hast du den Brautstrauß Blumenstrauß gefangen? Rotes Herz. Was Antje jedoch verneint. Doch es ist ein anderes Detail, das die Aufmerksamkeit der Follower auf sich zieht, ein verdächtiger Ring. Funkelt da nicht ein Verlobungsring an Antjes Finger? Punkt. Fragt eine Userin. Eine andere bestätigt, hab ich auch gedacht. Was hat Antje denn da am linken Ringfinger? Zwinkernder Smiley rotes Herz. Kommentiert eine weitere. Verdächtig, verdächtig, viele andere User schreiben, dass sie sich bereits auf die Hochzeit der beiden freuen. Und, wer weiß, vielleicht gibt es beim Wiedersehen zu Weihnachten eine freudige News für Inka Bause. Denn, auch das wird bei Instagram deutlich, die beiden drehen schon wieder mit RTL.